Alright, Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Episode vom eher philosophischen und psychologischen Teil des Trainings, weil es, wie schon gestern erwähnt im ersten Beitrag, eine große Wechselwirkung gibt von Physiologie, von körperlichen Anpassungen zur Philosophie, zur Einstellung, zum Glauben, fast schon zum Style, zur Atmosphäre. Und zur Psychologie, das heißt, alles ist in einer Formel für Erfolg enthalten und man kann es nicht voneinander trennen. Gestern haben wir gesagt, dass für Erfolg, egal für welchen Erfolg, in dem Fall für Muskelaufbau oder Kraftaufbau, ist es wichtig, spezifisch zu arbeiten. Naja, ich kann nicht Ausdauertraining machen, egal wie hart ich das mache und mir erwarten, dass meine Brustmuskulatur größer wird dadurch. Und gleichzeitig sollte ich an das, was ich mache, glauben, dass es funktioniert, beziehungsweise es sollte mir nicht zu viel Stress bereiten. Das heißt, Stress und Spezifik sollten im besten Fall, wie bei Ronnie Coleman, im Einklang sein. Das heißt, ich sollte das, was ich mache, lieben und das, was ich mache, sollte 100% spezifisch sein. Das wäre perfekt. Weil das aber eine Illusion ist, muss man sich immer die Frage stellen, welche Abstriche mache ich von der Spezifik, damit Stress ebenfalls weniger wird. Wir haben einige Kommentare unter dem Video gehabt. Es sind zwei Zugänge, dass man ein Programm am Anfang wählt, das mir Spaß bereitet, damit ich einmal die Rahmenbedingungen schaffe, dass ich überhaupt trainieren gehe. Das, was ich trainiere, ist gar nicht so wichtig und ich mache danach Anpassungen in Bezug auf Spezifik. Das Problem ist hier nur, wenn ich wirklich nur das mache, was mir Spaß macht und dadurch zu unspezifisch trainiere, kann es sein, dass ich keine Resultate erziele, weil ich zum Beispiel nicht den Unterkörper trainiere und mir dann frage, warum werden meine Beine nicht knackiger? Und dadurch leidet wiederum der Spaß, weil man denkt, okay, es macht mir zwar Spaß, aber ich habe keine Fortschritte. Also spezifisch ist schon wichtig. Ich verfolge eher den anderen Zugang, dass ich am Anfang ein wissenschaftlich im Schnitt gesehen spezifisches Programm wähle, das meinem Kunden gebe und dann Abstriche von der Spezifik mache, damit es mehr Spaß macht. Und dann wieder entweder subtil oder wirklich angekündigt mehr in Richtung Spezifik gehe und versuche trotzdem den Spaßfaktor hochzuhalten. Weil wenn es spezifisch genug ist und man erzielt dadurch Resultate, dann wird auch der Stress weniger, weil man merkt, das, was man macht, gibt ein positives Feedback und das ist sehr, sehr befriedigend. Jetzt geht es darum, dass man natürlich, und das ist ein guter Zugang für Trainingsplanung, wenn ich meinem Kunden einen Trainingsplan gebe, und der ist sehr spezifisch, der Trainingsplan, und der Kunde trainiert danach oder ich trainiere danach, stellt sich die Frage, mache ich Fortschritte? Und wenn man keine Fortschritte macht, dann sollte man am Anfang nicht wirklich im Programm drinnen herummodellieren, weil es ist ja spezifisch genug. Auf jeden Fall ist es so spezifisch, dass man Fortschritte macht. Kann sein, dass jemand einfach auf mehr Volumen noch besser reagiert oder auf die und die Übung noch besser reagiert. Aber wichtig ist, alles, fast alles außerhalb vom Programm zu optimieren, bevor man das Programm optimiert. Das heißt, man sollte sich am Anfang Gedanken machen, wie reduziere ich den Stress von mir selber oder von meinem Kunden, weil wenn ich Stress Faktoren habe in meinem Leben, zum Beispiel sehr schlecht schlafe, dann wird kein Programm funktionieren. Also es liegt nicht am Programm. Dass der Nährboden muss gegeben sein für Fortschritt. Stress reduzieren. Das zweite ist, das einzige im Programm drinnen ist, trainiert der Kunde oder ich selber hart genug. Weil es ist scheißegal, welche Brustübung ich mache, es liegt nicht an der Brustübung, wenn die Brustübung nicht hart genug trainiert wird. Das ist genauso wie beim Autofahren. Ich komme nicht voran, nicht weil ich das falsche Auto habe, sondern weil ich nicht aufs Gas steige. Also das muss ich kontrollieren. Und außerhalb vom Training ist eben Stressmanagement vor allem, merken, und vor allem Ernährung. Die Baustoffe müssen gegeben sein.
Wenn ich super spezifisch trainiere und gar keinen Stress habe und super schlafe zum Beispiel, aber kein Protein verzehre, dann kann der Körper nicht adaptieren, weil ihm fehlt der Baustoff. Okay? Und erst wenn das passt, kümmere ich mich um die Programmvariablen im Programm drinnen und passe das Volumen und so weiter an. Eine Sache, ein Zugang, wie man Stress reduziert, ist, dass man seinen Alltag organisiert. Stressmanagement hat sehr viel zu tun, nicht nur mit einer inneren Einstellung, worauf lege ich den Fokus, sondern vor allem hat sehr viel zu tun mit Management, mit Organisation. Es gibt Studien, die aufzeigen, je mehr Entscheidungen wir treffen müssen, umso mehr Stress haben wir. Das heißt, muss ich mich ständig jeden Tag für unendlich viele Dinge entscheiden, habe ich sehr viel Stress. Jetzt sagt uns auf der anderen Seite, dass sich kluge Köpfe und wichtige Personen können Entscheidungen treffen, weil die schlechteste Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen. Es ist zwar auch eine Entscheidung, aber eine Entscheidung ohne Verantwortung zu übernehmen. Und man gibt Verantwortung ab. Auch das kann teilweise sinnvoll sein. Nur, die klugen Köpfe schaffen es, sich Zeit zu nehmen, ihr Leben so zu organisieren, dass Entscheidungen reduziert werden. Und damit haben sie genug Energie für die wichtigen Entscheidungen. Das heißt, ein paar Beispiele. Sie folgen den richtigen Personen auf Instagram und müssen nicht und sehen nicht andere Personen und müssen sich dann für irgendwelche Sachen entscheiden, die ihnen subtil durch diese unbekannten Personen übermittelt werden. Oder in der Früh haben sie ihren Kleiderschrank einmal so hergerichtet, aufgeräumt, eingeräumt, aussortiert, dass sie nur mehr reingreifen müssen und sie nehmen das richtige T-Shirt raus und müssen nicht 5 Minuten lang überlegen, was ziehe ich heute an. Genauso der Kühlschrank. In einer Diät oder im Aufbau oder was auch immer wird die Entscheidung abgenommen, indem ich nicht verzichten muss oder mich gegen die Schokolade entscheiden muss, weil sich die Schokolade gar nicht gibt. Das ist Management. Genauso im Gym. Ich gehe ins Gym und habe einen Plan. Dieser Plan übernimmt Entscheidungen für mich. Ich brauche nicht mehr überlegen im Gym, was mache ich heute, sondern ich stehe genau am Plan oben. Ich investiere in einen Trainer, der mir Entscheidungen abnimmt und somit mein Leben organisiert. Dan John hat, und das Buch kann ich sehr empfehlen, von vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Never Let Go. Dan John hatten wir schon mal eingeladen bei uns. Und er hat gesagt, es gibt einen Grund, warum, und ich glaube, das ist auch wissenschaftlich, gibt es da einige Studien, warum Häftlinge den höchsten FFMI haben in Amerika im Vergleich zum Normalbürger im Schnitt, weil Häftlinge haben zwar ein riesengroßes Problem, sie sind eingesperrt, aber alle anderen Entscheidungen werden ihnen abgenommen. Sie brauchen keine Steuererklärung machen, sie brauchen sich nicht das Essen zubereiten, sie brauchen nicht überlegen, wann sie was machen. Das heißt, die ganze Struktur wird ihnen abgenommen. Und dadurch haben sie einfach verdammt viel Energie, sie deppert zu trainieren, sich aufzupumpen, weil sie keinen freien Willen, so beschreibt es Dan John, keinen freien Willen investieren müssen in Entscheidungen. Ich kann mich erinnern, wie ich beim Bundesheer war, mit 18 Jahren in Mautern, habe ich die besten Fortschritte gemacht, weil es war zwar mega stressig, aber ich konnte meinen Kopf ausschalten und musste nur gehorsam, und hatte trotzdem sehr, sehr viel Energie fürs Training, weil alle Entscheidungen wurden mir abgenommen. Es ist wichtig, dass man die Fähigkeit hat, sich zu entscheiden. Aber ich meine damit, man sollte sich für Struktur und Ordnung entscheiden. Und das ist eine wichtige Entscheidung. Es geht nicht darum, dass man Verantwortung abgibt, sondern man bewusst sein Leben strukturiert, damit laut der Vernunft meistens schon vorentschieden wird und ich nicht mehr gegen mein Bauchgefühl kämpfen muss. So ungefähr kann man das erklären. Beispiel, die Schokolade, die liegt auf meinem Küchenregal, das Bauchgefühl, das Hungergefühl, der Trieb in mir sagt mir, ist die Schokolade, ist die Schokolade. Und ich muss mich mit der Vernunft dagegen entscheiden.
wenn ich mich einmal vernünftig hingesetzt habe und meine Einkaufsliste online so organisiert habe, dass mir jede Woche zweimal Hofer oder Billa oder wer auch immer mir mein Essen liefert, dann habe ich mich, dann habe ich nicht Verantwortung abgegeben, ganz im Gegenteil. Ich habe mich entschieden für Struktur und Ordnung, damit ich nicht immer wieder jeden Tag mich neu entscheiden muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Wohnung aufräumen ist ein wichtiger Punkt, Jordan Peterson. Dann auch psychologisch ist es entscheidend, den Punkt hatten wir gestern schon, dass man seine eigenen Werte und Prinzipien einmal definiert, niedergeschrieben hat, sich dafür entscheidet. Ich entscheide mich für Freundlichkeit, ich entscheide mich für Ehrlichkeit, ist ein Problem oft, weil die zwei Sachen sind oft im Widerspruch. Wenn jemand fragt, hey, schaue ich gut aus in dem Kleid und man möchte freundlich sein, dann sagt man, ja, du schaust ganz gut aus, aber man lügt vielleicht. Oder man sagt, du schaust scheiße aus und man ist ehrlich, aber man ist nicht freundlich. Das heißt, auch Werte und Prinzipien können Dämonen hervorrufen. Aber man sollte diese Werte und Prinzipien einmal definieren und versuchen, danach zu leben. Neugier zum Beispiel. Und wichtig ist, dass die Handlungen dann diesen Werten und Prinzipien gerecht werden. Weil ansonsten, weil dann wird die Entscheidung abgenommen. Das ist urwichtig bei uns in der Firma, dass die Mitarbeiter, das Team weiß, nach welchen Werten und Prinzipien werden Entscheidungen getroffen. Weil da muss ich nicht wieder ständig neu analysieren, welche Entscheidung ich treffe. Weil zum Beispiel, wenn wir Bekleidung herstellen und ein Prinzip ist Ethik, dann, was auch immer darunter verstanden wird, aber dann ist für die Person, die einkauft oder Samples bestellt, fallen schon ein Haufen von Fabriken weg oder Ländern weg, die diesen ethischen Prinzipien und Werten nicht gerecht werden. Somit einmal Prinzipien definieren, minimiert den Entscheidungspool. Und je weniger Auswahl ich habe, umso sinnvoller, umso einfacher wird es. Management. Urwichtig, um den Stress außerhalb vom Training zu optimieren. Urwichtig, damit mein Training überhaupt organisiert wird und besser wird. Das gleiche gilt für den Computer, für Mails, für Excel-Tabellen. Zum Beispiel, man sagt ja, die besten Entscheidungen werden in der Nacht getroffen. Und das stimmt. In der Nacht ist die Vernunft am höchsten. Und das geschissene Bauchgefühl oft macht ja keinen Strich durch die Rechnung. Angst gibt es dann nicht. Vernunft ist hier. Hunger gibt es dann oft nicht. Man ist vernünftig. Man sollte oft im Schlaf investieren und Kohle überweisen und Entscheidungen treffen, die dann am Morgen oder am nächsten Tag nicht mehr so sinnvoll sind, weil man durch die Außenwelt manipuliert wird. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gegenseite von Verstand und Vernunft ist Intuition oder Bauchgefühl. Auch das kann natürlich Sinn machen. Und ich würde sagen, chronologisch gesehen, je jünger man ist, umso vernünftiger sollte man sein und je älter man wird, umso mehr sollte man auf seine Intuition und sein Bauchgefühl hören. Und weil das Bauchgefühl baut man ja erst auf, wenn man in der Vergangenheit vernünftige Entscheidungen getroffen hat, Statistiken gemacht hat, rationale Entscheidungen getroffen hat, das analysiert hat, reflektiert hat und dadurch ein Gespür aufbaut, was vielleicht laut Wahrscheinlichkeit mehr Sinn macht und weniger. Und dann kann man sehr schnelle Bauchgefühlentscheidungen treffen. Bei uns ebenfalls im Gym am Anfang sehr, sehr viel mit Statistiken gearbeitet und nach diese Statistiken minimiert, weil wir ja schon vernünftige Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben, die sehr uneffizient waren, weil sie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und in der Zukunft kann man das dann durch Bauchgefühl und Intuition verbessern und effizienter gestalten. So schon mal aus. Das heißt, durch Ordnung in dein Leben bringen, wirst du dich nicht mehr so oft entscheiden müssen und du hast mehr Energie, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Energie wird dir nicht weggenommen durch ständig diese ganzen kleinen Entscheidungen, was ich anziehe, wie ich mich schminke und so weiter. Und dadurch wirst du deinen Stress reduzieren und dich schneller in Richtung Ziel bewegen. Lasst eure Fragen in den Kommentaren
und bis bald. Deren.